This is the last session of the two-day meditation retreat. Is there any question or sharing about your own experience? Ich weiß, dass Meditation sehr, sehr wichtig ist. Man hat mir das auch oft empfohlen. Ich schaffe es aber nur 10 Minuten am Tag. Gibt es eine Möglichkeit? Wie kann ich mich zwingen oder wie komme ich dahin? Und 10 Minuten sind sicher nicht genug. Right. She knows that meditation is very important, but she can only meditate around 10 minutes per day. And she would like to do more, but maybe forcing herself is not the right way. So what would be the right way to be able to meditate more during the day? My teaching is really useful for the beginners. Even if you are not in sitting meditation, you can listen to my teaching and you can practice in your daily life also. I was often invited to the patients who are going to die at home or at the hospital. So I'm used to teach to those who are suffering pain because of their disease. My teaching is helpful even for the patients or dying people to know the truth and to detach from their suffering and from their life. Und ich wurde oft eingeladen, nach Sterbebegleitung zu machen oder Leute noch zu helfen, die kurz vorm Tod sind oder dann auch sterben. Und auch zu Patienten, die schwer krank sind oder Krankheiten haben, wo sie sicher sterben werden. Und diesen Patienten, da habe ich viel Erfahrung mit und gibt viele Hilfestellungen an diesen Patienten, wie sie dann mit ihrem Leid umgehen, mit ihren Schmerzen umgehen und wie sie auch von ihren Schmerzen loslassen können oder sich damit zu identifizieren und auch dass der Tod ihnen Leid bereitet und dass sie von allem loslassen müssen. Und eben darum gebe ich halt diese Belehrung von, dass man Abstand gewinnen kann zu seinen eigenen Schmerzen, Krankheiten, wie auch dem eigenen Tod, so dass man dann vom Leben oder diesem Leben sozusagen loslassen kann. My teaching is Dhamma Nupassana Tadipatthana, which is about the truth. So even if someone is not used to meditate in sitting position, they can be mindful the truth by listening my teaching continuously. In this way, they can be mindful for long term, both in sitting position and in their daily life. Und da meine Belehrung sich damit befassen, mit der beschreibend sind für wie Realität oder Wahrheit aussieht und in buddhistischer Terminologie unterscheidet man über Belehrungen, die sich mit lieber die Beobachtung von dem Körper, Gefühlen, Geist und so weiter ausgehen. Aber meine Belehrungen befassen sich immer mit den Phänomenen oder der Wahrheit an sich, wie diese sich manifestiert oder was der zugrunde liegt. Und da dies der Fall ist, immer wenn man meinen Belehrungen zuhört, kann man dann immer einen Geschmack davon kriegen von oder kann man immer dadurch leicht in Meditation betreiben, auch im Alltag oder halt während man meditiert. Und dies ist, worauf ich meinen Schwerpunkt lege. Und dies macht es auch möglich, dann sehr einfach darüber zu meditieren. The more you are mindful on the truth, the more you can detach from your body and mind. In this way, you can sit for a long time. Je mehr man achtsam auf grundlegend kann man sagen, je achtsamer man ist auf die Tatsachen oder die Dinge, wie sie sind,
oder die Realität oder die Wahrheit an sich, wie sie ist, desto mehr kann man von seinem Körper und Geist loslassen oder erfährt Freiheit von seinem Körper und seinem Geist. Oder man kann auch sagen, man erfährt auch Freiheit in seinem Körper und seinem Geist. Kann man auch so sehen. Und dafür sind meine Belehrungen sehr, sehr hilfreich. You should share your experience. When I met Sayadaw, I was very fresh to meditation and I hadn't had a lot of experience and knowledge. It was just when I started only learning something about Buddhism and all what is connected to mind. Als ich Sayadaw kennengelernt hatte, war ich sehr neu zu Meditation, Buddhismus und auch alle Sachen, die mit dem Geist an sich beschäftigen. Und ja, und in dieser Phase hatte ich Sayadaw kennengelernt. I happened to come to Myanmar, to his center in Tanlin, to Tabaro Center, with some other foreigners, because at that time there were no many foreigners in Tabaro Center. Und als ich nach, ich bin dann nach Burma gegangen, zu dem Zentrum von Sayadaw, und das war eine Zeit, wo es noch nicht viele Westler oder Ausländer sozusagen in dem Zentrum waren. As there were very few foreigners, there were no organized sessions of teaching English. So mainly every morning Sayadaw gave sessions of meditation for about 2 hours teaching in Burmese. And we could just come and sit, meditate without any understanding. Und die Situation war so, dass wir konnten zu den Vorträgen kommen, und das war so, dass der Ehrwürdige auf Burmesisch geredet hat und wir haben natürlich nichts verstanden und saßen da zwar, aber wir haben nichts verstanden. But there was always an opportunity to catch Sayadaw, to ask him questions. This he would do really unlimitedly, any time, any place. So often we were sitting late at night asking him to explain something in English. Aber es war möglich, Sayadaw dann immer wieder Fragen zu stellen, und die hat er auch immer unermüdlich auf Englisch auch beantwortet. Und das ging bis dann auch manchmal spät in die Nacht. Mainly foreigners were asking how to meditate. It was the most frequent question. How to meditate? What shall we do? How is it? Mm-hmm. Und meistens fragen die Ausländer oder die Besucher dann, wie man meditieren soll. Sayadaw was never given any direct answer, any instructions. He was just saying that it doesn't matter, you can meditate as you want. Just be mindful and with detachment. Und die Antwort war dann immer, es gab nie eine direkte Antwort als, als Methode oder Technik. Oder Methode oder Technik für Meditation, sondern er hat immer gesagt, ihr könnt meditieren, wie ihr wollt, aber tut es mit Achtsamkeit und eine gewisse Loslösung von dem, was ihr erlebt. Und das war immer seine, sein Inhalt. So, people were sometimes a bit frustrated not to have a clue, an idea how to meditate. He tells me, meditate as you want, but I don't know how to meditate at all. And there was already the practice, this frustration, this emotion that was arising. Und für viele ist es dann sehr frustrierend gewesen, diese Antworten und auch diese Erfahrung mit der Antwort. Und das war allein an sich schon, oder stellte sich heraus, dass das an sich schon, diese Frustration und Problematik stellte sich heraus, dass das an sich schon die Übung an sich war. Oder dass der Lernprozess an sich schon war. Oder Teil vom Lernprozess war. So, actually being Westerners, we come to the center of Sayadaw Meditation Center with expectations that there will be some program and some guidance instructions of what we should do from A to Z.
but there is no. Und deswegen meistens kommen wir dann in das Zentrum mit Erwartung von einem klar strukturierten Weg von A bis Z. Und was man dort vorfindet, ist weder A noch B, noch einfach gar nichts, von weder A bis Z. And soon we understood that all the learning is actually happening in experience, in the participation in the activities of Tabarro Center and the following Sendo. Und demnach lernt man dann, dass eigentlich die, der Lernprozess besteht einfach darin, dort einfach sich aufzuhalten und mit der Gemeinschaft zu leben, die Aktivitäten auszuüben, Leuten dort zu helfen oder im Zentrum zu helfen und bei den Belehrungen zu sein und so weiter. Wie bei uns. Yeah, she said it just like we. Yes, good, good, very good if you catch it. And we were lucky enough to be able to follow Sayadaw on one of his trips around Myanmar, where he was invited to many monasteries and meditation centers and homes of people and different organizations, some donors who had known him previously in different parts of Myanmar. So we could follow him on a bus and visit Myanmar and continuously be in the activities of Sayadaw. Und wir hatten sogar die Gelegenheit, dass wir auf so eine Art Tour gehen konnten in Burma. Und da haben wir verschiedene Zentren besucht und wo er auch Leute, die ihn kannten und besucht hat und also Leute, die auch spenden, also jetzt wahrscheinlich große, es gibt auch Leute, die spenden mehr, also große Spender und solche Leute zu besuchen, aber auch dann Krankenhäuser und so weiter. Und da hat man extrem viel gelernt. Das war was Besonderes. So still we couldn't understand anything, everything was happening in Burmese, but the learning was going on because there were plural situations of breaking of the bus or maybe something planned in one way and then it happens in a completely different way, that we know of particular time when we should go. We are spät oder musste etwas umplanen und viele Frustration und Verlangen oder viele Frustration kam auf und gleichzeitig auch konnte man in sich selber sein Verlangen oder seine Sehnsüchte oder was man jetzt in dem Moment halt möchte und so weiter, kam alles hoch im Geist und man konnte das dann betrachten, wie das in einem sich abspielt. Und dafür war es extrem hilfreich, diese ganze Erfahrung zu machen. So, facing experience during the day, at night we could have a chance to speak to Sayadaw and then he would remind us of the main principles of practicing detachment, of being mindful, of neither rejection nor attaching, and all the principles that we could connect with the experience of the day and then theory of the night. Und da es diese Anstrengungen oder auch Probleme tagsüber gab, war es dann so, dass wir dann immer abends oder nachts kommen konnten und Fragen stellen konnten oder über die Probleme geredet haben. Und in diesem
Prozess, tagsüber die Anstrengungen und Probleme und abends dann Erläuterungen dazu und wie man dann in dieser Situation dann tagsüber Achtsamkeit oder Losgelöstheit oder Abstand zu den Dingen behalten kann. Das war extrem hilfreich, diese Phase des Lernens. However, it was never easy to hear as his answer that you have wrong understanding. There is no someone, no something. Just you're thinking from the point of view of ignorance. Aber es war immer so, dass man konnte immer eine Erläuterung dazu bekommen, wie ist das, was du erlebt hast, aus der Sicht jetzt von der Unwissenheit und wie sieht es wiederum anders aus, wenn man die Praxis von Achtsamkeit und so weiter betreibt, wie ist da immer der Unterschied, wie kann man das integrieren und wieso erlebst du diese Probleme am Tag, so wie du sie erlebst. Und das war sehr hilfreich, diese Erläuterung zu bekommen. So this we could never understand, how it can be there is no someone or no something. So I remember the question, the answer to which I liked very much. The question was, then if there is no someone, who is teaching and who is listening? Und vor allem, was uns auch Kopfzerbrechen bereitet hat, war, wenn er sagt, es gibt kein jemand, der etwas erlebt oder etwas oder also jemand, der etwas erlebt und die anderen, die mit denen es erlebt werden, also keine Persönlichkeit in einem und den anderen. Und das hat uns immer ein großes Kopfzerbrechen bereitet, das zu verstehen. Und es gab eine Frage oder ein Satz, der in meinem Kopf hängen geblieben ist, und das war, als wir gefragt haben, was ist, wenn jetzt man, ja. Wenn in einem selber, who is teaching, wer? Ja, wenn jetzt in einem selber keine Persönlichkeit und anderen nicht gibt, wer ist dann derjenige, der jetzt zum Beispiel Belehrung gibt und wer ist derjenige, der zuhört? Logical question, right? So Sayadaw answered. Right understanding is teaching and ignorance is listening. Und dann hat Sayadaw geantwortet, ja, it is a well, I've, yeah. Er hat gesagt, ein rechtes Verständnis lehrt gerade und Unklarheit und Unwissenheit hört gerade zu. So, first of all, this was just funny. But secondly, there is a lot of sense in this answer. Zunächst war das relativ lustig, aber danach hat das mehr und mehr Sinn gemacht, seine Antwort. This phrase just reminds us again about main concepts that Sayadaw teaches us and about not attaching to the facts of doing something, doing only and experiencing only. So right understanding is just right understanding, happening only. This is not somebody who understands, and this is not really some existing understanding which is teaching. This is just understanding only. Und das war hilfreich, um diese Perspektive zu verstehen, dass es nicht wirklich jemanden gibt, der dazuhört, oder dass es keine Persönlichkeit an sich gibt, die dazuhört, sondern dass man zu dem Schluss kommt, dass es tatsächlich so ist, dass es einfach, dass man versteht oder dass sie dass man in sich auch den Fluss der Dinge, so wie sie sind, einfach als Tatsache sieht, ohne sich dabei jetzt aber die auf sich selber zu beziehen. Als meine Erfahrung, meins das interpretiert zu werden.
And the same is about the other part who is listening, about ignorance. Ignorance is because we don't know to listen only. We know to grasp, to make formations as ideas, concepts. So this is why ignorance is listening. Und dann noch die Frage, warum ist Unklarheit oder Unwissenheit und so weiter am Zuhören? Und da ist das so, dass wir immer dadurch, dass wir immer bestimmte aus einer Perspektive von bestimmten vergangenen Erfahrungen zuhören, auf der Basis oder auch auf der Basis unseren Gewohnheiten und auf der Basis von unseren auch Befinden und so weiter, alles durch diese Brille verzerrt wahrnehmen, was oder auch mit bestimmten Konzepten wahrnehmen, was gesagt wird, dadurch ist es schwierig, dahinter zu kommen, was immer gemeint ist. Und deswegen kann man sagen, Unwissenheit oder Verwirrtheit oder Unklarheit ist am Zuhören. Oder durch unsere Konditionierung. Wir sehen immer nur aus der Perspektive durch unsere Konditionierung. Und Konditionierung ist Unwissenheit dann in dem Fall auch. So, we were supposed to understand that it is all because of ignorant mind. And actually all our questions were coming also because of ignorance of the mind. Diese Art des Geistes zu funktionieren, aus dieser Perspektive immer sich auf Vergangenes zu beziehen oder durch die Brille von Gewohnheiten und so weiter zu sehen, das ist ein abgelenkter Geist. Aus dieser Perspektive immer wahrzunehmen, das beschreibt man als ein Geist, der dann zuhört. And it is impossible to learn something, to learn new concepts, new understanding, to replace wrong understanding with right understanding, as long as we are attached to our understanding. Und Es ist unmöglich, offen zu sein für neue Konzepte, neue Ideen und neue Blickwinkel oder Verständnis, wenn wir immer an unserem eigenen Blickwinkel festhalten und wenn wir an unserem eigenen Blickwinkel festhalten, wenn wir immer es auf uns beziehen und auf unsere Erfahrungen beziehen. So when many times to reply the questions Theodore was answering that your understanding is wrong and I started feeling that I'm like facing the wall. I don't know where to go. I want to understand, but my understanding is wrong, and even if I ask the question, anyway, it is wrong. So, at this moment, probably, I could feel that I really need to abandon it. Und Sayadaws Antwort war immer, deine Sichtweise oder dein Ansatz ist falsch, so zu sehen, so zu denken. Und jedes Mal, wenn er das gesagt hat, war es wie, als ob ich einer Wand überstehe. Oder vor einer Wand bin. Und das war sehr unbefriedigend und ich konnte mich auch nicht aus dieser Situation oder habe keine Bewegungsmöglichkeit gehabt in dieser Situation. Und das war, als ich verstanden hatte, dass ich tatsächlich vielleicht von meiner Position oder meinem Blickwinkel herunter wegrücken muss, um eine neue Perspektive zu bekommen. And at this time I started understanding.
Und das war, als ich begann zu verstehen. I started understanding that I don't understand anything. Ich begann zu verstehen, dass ich bis jetzt noch nichts verstehe oder verstanden habe. So this was my beginning. Und das war der Anfang von meinem, das war der quasi mein neuer Anfang von die Dinge frisch verstehen zu lernen, offen verstehen zu lernen. Since then passed many years. It was in 2014. And today I understand something. Und das ist das war 2014. Und jetzt kann ich sagen, dass ich ein bisschen schon verstanden habe von dieser Sache. I understand that there is no I. And I understand that there is ever new impermanent nature. There is just process of arising and disappearing, and I understand the habit of grasping it as real, to say I understand. Und ich bin zum Verständnis gekommen, dass die diese, dass der das Verständnis von einem selber als ein bestehendes Ego quasi oder ein bestehendes Ich, dass dieses Verständnis falsch ist und dass diese Perspektive so zu denken falsch ist oder ein falscher Ansatz. Und if you say there is no I, then there is no you. So it is we. Sorry. It is we. No, also no we. It isn't. You can make plus. If there is no I and no you, then plus together no we, no they. Only cause and effect. Sayadaw was explaining to us yesterday. Only cause and effect, only arising and disappearing, only happening, only change. That means you can no more be detached to your family and to friends. Be attached to me. Attached. Bedeutet das auch, dass ich nicht mehr an der Familie hängen darf und nicht mehr an Freunden, dass ich mich da loslösen muss? If we shouldn't attach, does that mean we should not attach to to be attached to our family and to our friends? Attachment is to use only. There will be attachment, there will also be detachment, there will be ignorance, there will also be mindfulness or enlightenment. All these are not to reject and not to attach, to use only. Er sagt, dass natürlich wirst du an deine Familie und Freunde Anhaftungen empfinden. Und das und nicht nur das, sondern du wirst auch vielleicht Wut und oder ebenso wie du auch Sachen wie Achtsamkeit und so weiter dann empfinden oder erleben wirst. Und das ist nicht das Problem. Diese Art von Phänomene sind nicht das Problem. Sondern das Problem ist, dass wir oder anders gesagt, diese sind nicht das Problem, sondern diese Phänomene wie Anhaftung und Wut oder auch positive Sachen wie Achtsamkeit und so weiter, die sind einfach nur funktionell zu behandeln.
also sprichwörtlich sagt er, sie sind einfach nur zu gebrauchen. Aber es heißt einfach nur, zum Beispiel, wenn du an deine Familie nicht anhaften würdest, das Gefühl wäre ja total menschenfremd in deiner Familie gegenüber. Verstehst du? Und deswegen sagt er, dass du natürlich haftest du an, als natürlich, aber man kann es so übersetzen, man belässt es dabei, dass man einfach anhaftet. Aber nicht so. Nee. Man belässt es dabei als nicht falsch versteht. Ich muss eigentlich, oder ich kann nicht nur lernen, sondern ich muss auch vieles vergessen. Also an. Does it mean you also does that mean that for this part you not only need to learn a lot, but you also need to forget a lot, to be able to let go of a lot, to forget a lot? You must be able to learn, not to reject of learning. Besides, we must be able to stop learning, to detach from learning. If we cannot stop learning, we cannot detach. Er sagt, natürlich muss man lernen und man sollte offen sein zu lernen und auch weiter lernen, aber man sollte auch an einen Punkt kommen, wo man aufhört zu lernen. Und mit dem Sinn genommen, dass man nicht mehr an das Lernen an sich anhaftet. An die Bestrebung zu lernen. Dass man von dieser Anhaftung loslässt. Da, so meint er auch, dass man irgendwann aufhört zu lernen. Würde dann heißen, alles nur als Erfahrung lernen? Does that mean we should just see everything as an experience? To experience only is right, but not to misunderstand as my experience or your experience. Einfach alles als Erlebnis zu sehen ist richtig, aber man sollte es nicht als mein Erlebnis oder sein Erlebnis diese Sichtweise wieder einnehmen. Aber das erste einfach nur so als Erlebnis zu sehen ist korrekt, ja. Wie ist das denn mit dem Karma? Ist das individuell, persönlich oder nicht? Is karma individual or related to oneself? Karma is concerned with ever new environment and nature. We all are able to accept individual or something mine or yours, someone I or you. This concept of individual, we all can accept the private or individual naturally or traditionally. Besides, we must be able to abandon the idea of individual or private or self, no private, no individual, not someone, not something. We must also be able to detach from the idea of something or someone. We should try to abandon the idea of self or private or individual. Grundsätzlich, wenn man von Karma spricht, spricht man von der Perspektive von dieser Ebene mit dem Fluss von allen Sachen, dass sie vergänglich sind. Grob gesprochen erstmal, wenn man über Karma redet, worüber Karma handelt. Dass Karma der fortlaufende Fluss der Dinge, also Vergänglichkeit der Dinge ist. Nummer eins. Nummer zwei sagt er, man sollte versuchen, davon wegzukommen, Sachen zu ich-bezogen zu sehen. Besonders in Bezug auf, dass man sagt, dies ist meins oder dies ist seins. Und besonders auch auf, was wir denken, zum Beispiel, das ist eine individuelle Sache, meine individuelle Sache oder auch meine private Sache. Diese Tendenz quasi, einen individuellen Rahmen zu schaffen für sich. Das ist ja ein Drift. Es ist nur eine Idee oder nur ein Konzept, dass man sagt, ich, meine Privatsphäre und so weiter. Es basiert letztendlich auf einem Konzept, auf einer Idee, auf einem... es ist kreiert.
Es bindet Energie, also es blockiert Energie. Ja, es macht etwas fest. Ansonsten stelle ich eine Rückfrage, dann kann ich noch klarer zu. Ja. Wenn ich sage jetzt immer noch ich, leider, also wenn ich in einem anderen Leben mich schuldig gemacht habe, dann bin doch das ich und kein anderer. Dann ist es ihr Karma, würde ich sagen. Verstehst du, dann kommt doch mein Karma auf mich. I asked for, then she gave an example also, and she said, if I, for example, in the past, or in maybe past life, or even in the past, who knows, if I did something wrong, then this karma, but she said also maybe I, let's say maybe wrong better, and then she said this karma will come to me, back to me, isn't it? Sure. Not because of you. It is because of the action. If there is action, there will be the same reaction. Not because of you. It concerns with anyone. Er sagt, es hat nichts mit dir zu tun, sondern das ist wegen deiner Handlung. Und die Handlung erzeugt, also Aktion erzeugt Reaktion. Handlung erzeugt Gegenhandlung, also ja, Reaktion besser gesagt. Und deswegen diesem Prinzip oder auf diese kausale Prinzip beruht das. Und das hat nichts mit dir zu tun an sich. So in that case, Yaro, how do you answer? We are in this room all together because of I decided to come this morning, this afternoon, or because of the past sleep, I did it in the past. Also, wie erklärt man zum Beispiel, dass man hier zusammen im Raum ist? Ist das, weil wir die Absicht hatten, hier hinzukommen? Oder ist das wegen früheren Handlungen? Oder wie kann man das erklären? Because of the right view and action. In the past, we may have desire to know the truth and to do what is right. That's why in the past we may have time like this, and that's why at the present moment we are doing like this. So also in the future we may do like this to know the truth, to have right view and action. So not concerned with the place, not concerned with the people. It concerns with the truth, right view, and it concerns with Dhamma. It concerns with right view, right speech, and right action. We have done before, that's why we are doing now. We will do in the future also. Das hat nichts unbedingt damit zu tun, es muss daran gelegen haben, dass wir früher, oder es muss damit zusammenhängen, dass wir grundsätzlich das Bestreben hatten, dass jeder das Bestreben hatte, mehr über Wahrheit oder Realität und so weiter zu erfahren, grundsätzlich als Neigung oder als Bestreben. Und hinzu kommt, dass wir dann auch uns in der Vergangenheit mit der rechten Ansicht und auch mit rechter Handlung oder rechter Rede und so weiter beschäftigt haben und müssen. Und diese Bedingungen bringen dann uns hier an diesen Ort zusammen. Und
was gesagt auch werden kann, ist, dass wenn das früher so war und wir jetzt hier, weil wir jetzt auch hier mit über die rechte Sicht sprechen und auch über rechte Handlung sprechen und demnach auch wiederum rechte Sicht, rechte Handlung und so weiter betreiben, aktiv. Deswegen wird es auch so sein, dass dann das wieder die Ursache ist, auch in der Zukunft wieder, dass wir das auch wieder entweder tun werden oder eine Neigung dafür entwickeln. Und so lässt sich das, so kann man das erklären. I should say now you are much more lucky than I was many years ago when I told you I started learning Sayadaw's teaching. Because now he answers all of your questions in different manner. The answer to this question about karma, why we are all in this room, while back then he would say to emphasize explaining the truth, the right understanding about the ever new impermanent nature. So to this question, he would answer, this is wrong understanding, there is no someone, no something. And this would put me in front of the wall. So on the one hand, you are more fortunate, you can get more answers to your question. On the other hand, you're less fortunate because you are not in front of the wall to abandon all your... Sie sagt, ihr seid in einer glücklichen Lage, weil er die Frage zum Beispiel zum Karma relativ konkret beantwortet hat. In der Zeit in Burma, als ich da war, würde er die Frage damals beantwortet haben mit es gibt keine Individualität und so weiter, was mich dann vor dieser Wand gestellt hat. Und in dem Sinne, dass ihr die Frage so beantwortet bekommen habt, seid ihr in einer glücklichen oder eine glücklichere Lage. Auf der anderen Seite seid ihr in einer nicht so glücklichen Lage, weil ihr eben nicht vor eine Wand gestellt worden seid. So kann man das auch sehen. Because of ignorance and attachment, something or someone is real. Wegen Unwissenheit und Anhaftung ist etwas oder jemand echt oder wird als echte Instanz wahrgenommen. Therefore, all living beings are busy by doing something for someone or one family. Und deswegen ist jeder damit beschäftigt, etwas zu tun oder an sich selber zu arbeiten oder mit der Familie. So, all living beings are just working only for oneself or I or one family. Und deswegen ist jeder nur dabei, für sich selber zu arbeiten, für sich als Individuum oder für die Familie. If we see from the side of something or someone, I or you are real, mine or yours are also real. Wenn wir aber die Perspektive, wenn wir die ganze Sache von der Perspektive betrachten von meins und deins, dann ist auch ich und du, dann ist das real. Dann ist das, hat das eine Wertstellung oder einen konkreten Wert. Wenn man Sachen als meins und deins, ich und die anderen und so weiter bezieht, dann hat das dann kann man das so gebrauchen in dem Kontext. Wenn das alles real ist, wie ist es dann überhaupt mit der Welt? Ist die denn real? Wenn was alles real ist? Wenn das, was du gerade erklärt hast, ich und du, wenn nur das real ist, was ist dann... Ja, das habe ich nie gesagt. Er hat gesagt, diese ich und du, und du wenn man das als, wenn man das auf dieser Ebene sieht, dann ist auch meins und deins oder
oder Familie und so weiter, auf dieser Ebene ist das dann gültig, wenn man diese Perspektive einnimmt. So if we see from the side of the truth, not someone, no I, no you, not something, not my, not yours, just mindfulness and detachment and ignorance and attachment of ever new and permanent nature. Both mindfulness and detachment are concerned with ever new and permanent nature. So also ignorance and attachment are also concerned with ever new and permanent nature. Wenn Unwissenheit und Anhaftung im Zyklus von Ursache und Wirkung mit eingebunden ist und demnach auch vergänglich sind, dann ist auch Unwissenheit und Anhaftung im Zyklus von Ursache und Wirkung mit eingebunden ist, folgt logischerweise daraus auch, dass es vergänglich ist. Dann ist auch genauso gültig, dass Achtsamkeit und Loslösung als Qualitäten ebenso in diesem kausalen Netz ebenso vergänglich sind. So if we see from the side of the truth, we just need to change from ignorance and attachments to mindfulness and detachment. Ignorance and attachment have no end. Only when we accept mindfulness and detachment, there will be end. Wenn Unwissenheit und Anhaftung ihren Lauf nehmen, wird es nie ein Ende geben. Es wird nie genug davon geben. Es wird nie genug Unwissenheit und Anhaftung geben. Es wird immer mehr davon geben. Aber mit Achtsamkeit und Losgelöstheit verhält es sich anders. Es kann genug Achtsamkeit und es kann genug Losgelöstheit geben. Das kann vervollkommenlicht werden, zur Vollkommenheit gebracht werden. With me, if we think living beings and non-living beings are real, we can never be free from impermanent nature. In fact, impermanent nature is true, but because of ignorance and attachment, we misunderstand impermanent nature as something or someone. Solange wir in Kategorien denken von dies und jenes, ich und die anderen, solange wir in diesen Kategorien denken, werden wir immer darin gefangen sein, in dieser Konzeptwelt. Und Unwissenheit und Anhaftung sind die Faktoren in uns, die meins, deins, mich und die anderen, die das auf die Realität, die vergängliche Realität, die das auf diese Realität projizieren. Dadurch entsteht dieses Bild von mein und dein und ich und die anderen. Wegen Unwissenheit und Anhaftung an diese Konzepte quasi, das projiziert, das lässt die Projektion, die psychologische Projektion entstehen auf eigentlich den Fluss der Tatsachen, wie sie ablaufen, von ich und die anderen, meine, deine Erfahrung und so. Ach, und ebenso nicht nur mit Wesen, sondern auch auf Dinge. Nicht nur auf Wesen, sondern auch auf materielle Sachen. Also nicht nur meins, deins, ich und die anderen, sondern auch auf Stuhl, Tisch, die Welt, was auch immer. If I detach from what I'm doing, I can be more mindful and I won't want to do it the way that I was doing it before. Because when I was doing it before, I was attached to what I was doing and it made me want to do better and create better. Will I be able to produce anything I'm doing? Or what I'm supposed to be doing if I practice constant detachment at the same or better level than how I was before when I was attached? Ihre Frage ist,
Ich habe immer sowieso eine Art Bestrebung dazu, etwas Gutes zu kreieren, Perfektes zu kreieren. Wenn ich jetzt diese Bestrebung habe und immer und gleichzeitig dann Achtsamkeit, Losgelöstheit praktiziere, werde ich davon loslassen können. Von diesem Drang oder von dieser Bestrebung. Also, und also wenn ich etwas produziere, also vorausgesetzt, es hat schon eine gute Qualität oder so, wird die Qualität abnehmen? Wird die schlechter werden dadurch, wenn ich dann davon loslasse? Oder wird sie sogar noch besser? The power of mindfulness and detachment is complete. The power of ignorance and attachment is not complete. So if we are doing with ignorance and attachment, we cannot be satisfied, even if we are the best in our job, for sure. So if we can change from ignorance and attachments to mindfulness and detachment, we can do the best, whatever we do, because of the power of mindfulness and detachment. The same job, but different power, complete power of mindfulness and detachment. Therefore, the power of ignorance and attachments cannot compare with the power of mindfulness and detachment. So we ourselves and the others can be certified if we are dealing with the power of mindfulness and detachment. We and the others cannot be certified if we are dealing with the power of ignorance and attachment. Es ist so, dass Unwissenheit und Anhaftung nie, man durch Unwissenheit und Anhaftung nie Befriedigung erfahren kann. Und also man müsste das eher sagen, dass man durch Unwissenheit und Anhaftung keine wirkliche grundlegende Befriedigung erfahren kann oder lang anhaltende Befriedigung erfahren kann. Und deswegen kann nur durch Achtsamkeit und und Qualität von Losgelöstheit kann eine wirkliche innere fundierte Zufriedenheit erfahren werden oder darauf aufgebaut werden. Und so, dass man dann auch wirklich vollkommene Zufriedenheit kann auch nur durch diese Qualitäten erfahren und aufgebaut werden. Jetzt, wenn man dann an irgendwelchen Projekten arbeitet oder etwas tut und Handlungen macht und seinen Job dann ausführt, wenn man das mit der Qualität von Unwissenheit und Anhaftung macht, dann wird der Job auch diese Qualität in sich tragen und auch als Wirkung ausstrahlen sozusagen. Wenn man jetzt Achtsamkeit und Losgelöstheit auch in seinen Job oder in seine Aktivitäten bringt, wird die Kraft dieser Arbeit und wird auch die Qualität dieser Arbeit auch diese Merkmale auch in sich tragen. Und er sagt, es ist eine ganz andere Kraft und auch eine ganz andere Qualität dieser Arbeit. Und diese Aspekte hat er erläutert. Er hat gesagt, dass Achtsamkeit vergänglich ist. Das heißt also, ich muss Achtsamkeit immer wieder aufbringen, um es halt kontinuierlich aufrechtzuerhalten. Aber das Ich existiert ja eigentlich auch nicht. Was ist denn dann das, was die Achtsamkeit aufruft oder aufrecht erhält? Okay. since you said mindfulness is impermanent also. Now, if I want to practice mindfulness, then if I let go of the I, who is practicing mindfulness? Or what is it in the mind that turns on mindfulness inside? What is it or who is it or how would you explain that one? In fact, ignorance. Ignorance, because of ignorance, something or someone is real or true. When there is no ignorance, no question like this, who is doing or who is not doing, it is because of ignorance. In fact, doing and not doing only, knowing and not knowing only.
Ist es wegen Unwissenheit, dass diese Frage überhaupt gestellt wird oder dass dieser Prozess überhaupt sichtbar ist? Wegen Unwissenheit. Und wenn Unwissenheit nicht da ist, dann würde man zu dem Schluss kommen oder die Erfahrung oder das so sehen, dass es einfach Handlungen sind in einem. Theology said, mindfulness itself is impermanent. But like the way I see it, we knew it, but they say, no, we haven't experienced it yet. So he said it so because he from his experience, that's the way he see it. But we need to practice it in order to see ourselves, so that we can say, okay, mindfulness is impermanent also. Do you want to translate us? Yeah, please, you can say. Because like, you know, like Thiago said, mindfulness is impermanent. You know, like he pointed out that. But in the meanwhile, Thiago said, we practice mindfulness also. It's kind of contradictory. But the way I see is, Thiago said, mindfulness is impermanent. Because like from his practice, the way he understood. But for us, we haven't practiced it yet. So we, our knowing is just, you know, through his saying only, not from our own experience. Mm-hmm. That's why we need to practice the mindfulness. Mm-hmm. Mm-hmm. Sayadaw redet aus der Ebene, wie das Endresultat aussieht. Wenn man diese Ebene vervollständigt hat. Aber auf dem Weg dahin muss man dennoch Achtsamkeit anwenden und bestrebt sein, Achtsamkeit anzuwenden und tatsächlich auch so zu üben. Wenn man irgendwann an den Punkt kommt, wo Achtsamkeit und auch Losgelöstheit soweit ausgebildete Qualitäten im Geist sind, dass es nichts mehr, wovon nichts mehr loszulassen gibt oder sich loszulösen gibt, dann wird man alles so wahrnehmen, als ist es einfach nur dies und jenes als Handlung in sich und außen, dass man das so dann wahrnimmt. Aber auf dem Weg dahin muss man tatsächlich natürlich Bemühungen, Anstrengungen und so weiter in positive Qualität, wie auch Achtsamkeit, Loslösung und so weiter natürlich anstreben. Sonst wird das Resultat nie eintreffen. Das hat er nicht gesagt, aber im Buddhismus redet man auch oft über, man kann aus der Perspektive von dem Ziel sprechen und man kann auch aus der Perspektive von im Ziel schon angekommen, zurückblickend sprechen. Es hilft einfach nur, um klar darüber zu werden. Und er hat gesagt, sie haben es aber nur durch ihn gelernt und nicht alleine. Auch der Weg, meinst du? Ja, sie haben es nicht alleine hingekriegt. Und auch der Weg dahin haben sie dann auch durch Sayadaw gelernt, wie man dann Schritt für Schritt auch Achtsamkeit und Loslösung, wie man das dann übt und praktiziert. Knowing impermanent nature as something or someone is wrong view. Therefore, whatever we do as someone, there will be wrong action. Therefore, never end. Da, wenn wir auf den immer vergänglichen Fluss der Dinge, mich und andere, meins, deins und Sachen projizieren, das geschieht aus Unwissenheit. Und aus dieser Unwissenheit haben wir auch immer das Gefühl von, ich handle oder ich lebe und ich tue und ich mache. Und solange wir dieses aus dieser Perspektive oder mit diesem Gefühl handeln, ist das immer aus der Position von einem selbst, von ich, derjenige, der handelt. Solange wir dies aus dieser Perspektive handeln, wird es nie ein Ende geben. Weil diese Perspektive von ich handle, ich tue, ich fühle und so weiter, diese Perspektive beruht auf Unwissenheit, die eben auf den vergänglichen Fluss projiziert, meins, deins und so weiter. Und jegliche Handlung, die gefärbt ist mit dieser Qualität von ich handle, ich tue, diese wird ja wiederum als Wirkung haben, dass damit gefärbt ist. Und dieser Kreislauf nimmt dann kein Ende. Dieser Kreislauf aus Unwissenheit als Grundursache, dadurch, dass die eigenen Handlungen auch so gefärbt sind, dadurch ist man in diesem Kreislauf gekommen. So thinking about something or someone is endless. Und deswegen ist, wenn man über sich selber oder andere denkt, das ist ein endloser Kreislauf. Oder ein Teufelskreis. We just think about ever new environment and nature, and
we should do good deeds to know more and more about ever new and permanent nature. In this way, we will be able to detach from the idea of something or someone. Wir sollten uns nicht damit beschäftigen, mit mir selber beschäftigen oder mit anderen beschäftigen, sondern wir sollten uns damit beschäftigen, eben mit dem Fluss der Dinge, diesen Fluss zu verstehen, damit beschäftigen. Und wir sollten uns auch beschäftigen mit dem Fluss der Dinge und gute Handlungen, mit guten Handlungen beschäftigen. Denn dieses Beschäftigen, diese Art von Beschäftigung wird uns dazu bringen, dass wir mehr Klarheit bekommen, so dass wir Unwissenheit uns immer mehr klarer werden über Unwissenheit und so weiter und aus diesem Kreislauf dann ausbrechen können. Damit sollten wir uns beschäftigen. As long as we are grasping the idea of something or someone, we can never be free from impermanent nature. Solange wir anhaften an etwas oder jemandem oder sich selber, solange wir daran anhaften, können wir nie aus dem Zyklus der Vergänglichkeit, können wir nicht aus diesem Zyklus herauskommen. Knowing the truth or knowing impermanent nature as impermanent nature can be mindful permanent nature. If we know impermanent nature as impermanent nature, which is not something, not someone, just to use only, we will be able to detach from impermanent nature and we can be mindful permanent nature. That is real, that is completeness, freedom. The truth is impermanent nature. Not something, not someone, not living beings, not non-living beings. If we don't know the truth, we can never be free from impermanent nature. We will always be grasping impermanent nature as something I remember, of I. I remember now. Okay, thank you. solange wir auf den vergänglichen Fluss der Sachen dies und jenes und jemand, mich und jemanden projizieren, solange praktizieren wir Unwissenheit sozusagen. Praktizieren wir Unwissenheit. Und auch solange wir ich bezogen oder diesem Gefühl von ich handeln und so weiter, unsere Handlungen damit gefärbt sind, praktizieren wir Unwissenheit. Der einzige Weg, da rauszukommen, ist, dass wir dadurch, dass wir Achtsamkeit und Losgelöstheit praktizieren, eine neue Art von, dadurch, dass wir diese Qualitäten einsetzen, ist es so, dass wir immer mehr aus diesem Kreislauf von Vergänglichkeit dann ausbrechen können und der vollkommene Zustand aus dieser Praxis, die daraus resultiert, ist dann ein fortwährender und das ist, was auch im Buddhismus dann so geschrieben wird, das Einzige, was nicht vergänglich dann quasi wäre, das wäre dann ein beständiger Fluss von Achtsamkeit. Anstatt dass man, oder diese Qualität wird dann beständig und das ist die einzige Möglichkeit, aus diesem Kreislauf von Unbeständigkeit dann herauszutreten. Permanent nature is complete. That's why only when we can detach from impermanent nature, by knowing impermanent nature as impermanent nature, we can detach from impermanent nature and we can know permanent nature. This is completeness, freedom. Solange wir mit Unwissenheit dann oder solange wir Unwissenheit praktizieren und den Fluss der Dinge nicht erkennen als solches, wie er ist, solange sind wir darin gefangen. Es gibt aber quasi diesen Zustand von, dass man fortwährend achtsam ist einfach. Und nicht mit Anstrengung, sondern dass dieser Zustand, dass man den so weit vervollständigt hat, dass immer Achtsamkeit fortwährend ist. Und mit diesem Zustand von fortwährender Achtsamkeit, das ist eine vollkommene, hier spricht man von einer Vollkommenheit, von der Praxis von Achtsamkeit, Losgelöstheit und so weiter.
dann erfährt man dies als, dann kann man die Wahrheit so erfahren. If our practice is complete from the mindfulness, and then the state which one reaches when the practice is complete of mindfulness, then when you have reached the completeness, this completeness, is it just one moment, like one flash or one instant, or is it then continuous? Continuous experience. Mindfulness, wo das ja auch so da. Okay, jetzt ja auch so, ne? Komplett hier war ich so, du war. Hey, komm mal. Hey, mal, wie du an ja. Du mir mir. Sag wie du mal. So, you said bring awareness of mindfulness. She said when he speak of the mindfulness is process is complete, so that you have the practice of mindfulness is then completed. When it is brought to an end, at that point, when it is complete, then the experience of truth, she asked, is this just one moment, this experience of truth, or is this experience of truth then from then on continuous? But the question might be more like mindfulness all the time, it is like a complete job of the meditation. And I understand that maybe she speaks about the state of nirvana. Yeah, this is another step. Mindfulness is not a big deal. Mindfulness is not a big deal. Why do you say that mindfulness is a complete job? Because we've also said that. Yeah, and she asked about this permanent nature, because she heard about this permanent nature. She asked, this permanent nature, is it just one moment, one short moment, or is this permanent nature then long time, or continuous? No, permanent nature doesn't exist. Please? Yes, we are talking about this. When I say that your permanent nature is completed, you are not completed. You are continuous. Permanent nature is complete by itself, but knowing about permanent nature is not complete. We need something which is permanent. We are searching something which is complete. But in fact, as long as we cannot detach from something or someone, we can never understand which is complete. Completeness is beyond something or someone. But we are searching completeness within something or someone. That's why we rarely find completeness. That's why the mind never satisfies. So if we can detach from something or someone, we will know impermanent nature as impermanent nature. If we know the truth of impermanent nature as impermanent nature, we are sure to detach from impermanent nature. If we can detach from impermanent nature, there will be knowing about permanent nature. That will be only one knowing. The knowing may not be permanent, knowing, and then that knowing disappear. But that is enough to stop the practice. No more attempt. This is final. We got success. If we know permanent nature, that will be the end of the practice. The first knowing is enough to stop the practice. Man kann diese... wir suchen immer nach dem Vollkommenen in dieser Welt. Nach dem Vollkommenen. Wir suchen nach dem Vollkommenen mit mir selbst, wir suchen nach dem Vollkommenen mit anderen und mit den Dingen auch. Da in dieser Welt von mich und die anderen und den Dingen suchen wir Vollkommenheit. Und das ist vergebens. Man kann nie in dieser duellen Welt quasi, in dieser Welt aus vielen Sachen mit mir, sobald ich mir habe, habe ich andere und so, aus dieser Vielzahl, aus dieser Welt von Vielzahl kann man nie Vollkommenheit, innere Vollkommenheit erreichen. Als beständigen Zustand erreichen, weil er immer abhängig ist von Komponenten. Deswegen. Und weil dieser Zustand nicht dadurch erreichbar ist, kann man nur, indem man sich loslöst von dieser duelle Welt oder Welt von Vielzahl, von mich und so weiter und diese Konzepte, wenn man sich davon loslöst. Nur wenn man das übt, und das geht nur auch in Verbundenheit mit Achtsamkeit, dann kann man den Zustand erreichen, wo man dann
sieht, wie eigentlich die vergängliche Natur der Dinge ist. Wenn man das einmal gesehen hat, reicht es aus, wenn es nur ein Moment ist. Wenn man das einmal gesehen hat, wenn man das einmal gesehen hat, wird das so sein, dass dieser Moment ausreicht, dass man nicht einen zweiten Versuch dazu braucht. Weil man dann einmal das gesehen hat, reicht das, damit man nicht mehr denkt, ich muss jetzt dafür üben, um das zu sehen. Oder um das, um diesen Zustand zu erreichen. Und ich meine, das hat er nicht gesagt, aber was auch interessant ist, er sagt nicht, der Zustand der, dieser Vollkommenheit wird erreicht, als ob er irgendwo da wäre, sondern das impliziert, dass Vollkommenheit ist da, weil diese Vielzahl, die uns ablenkt von Vollkommenheit, nicht uns davon mehr ablenkt. Ist das dann Erleuchtung? When you say about this, that we not anymore in the world of like something and someone and so on, if we're not anymore or if we're not attached to these things anymore, would this be considered a state of enlightenment, or is this to be set at some stage of some kind of enlightenment from the Buddhist point of view? Would this be equivalent to some stage of enlightenment from the Buddhist point of view? Or maybe she also asking to what kind of stage of understanding this would be if one would understand like that. If we know about impermanent nature as impermanent nature, we are sure to detach from impermanent nature and to know about permanent nature. In knowing about impermanent nature, there may be four steps. In the first step, the meditators may know a part of impermanent nature, which is not much gender. Es gibt, man kann die, man kann die, wenn man die, es gibt vier Stufen, die man erläutern kann in Bezug auf, wenn man die, den Fluss der Vergänglichkeit, wenn man den Fluss der Vergänglichkeit, sprich die Sachen, wie sie sind, Tatsachen, wenn man die das Verständnis dafür erlangt. Es gibt vier Stufen zum vollkommenen Verständnis der Tatsachen, wie sie sind, oder dem Fluss der Natur oder der Sachen. Und die erste Stufe ist so, dass man einen kurzen, sanften Einblick bekommt in diese vergängliche Natur der Dinge. Das ist die erste Stufe. So, did you say it is gentle or not gentle? Gentle. No gender. Not much gender. Not much gender. Not much gender. Not much gender. Nicht, it is not. Not much gentle. It is rough, it is gross. Not much gentle. Yeah. Oh, sorry. Okay. Er hat nicht gesagt, es ist eine sanfte, er hat gesagt, es ist eine nicht sehr... sanfte. Oh, gentle, you mean subtle. Ja. Yeah. Oh, yes, okay. Eine nicht sehr, eine noch nicht sehr in die Tiefe, noch nicht sehr subtile, so eine oberflächliche. In der ersten Stufe ist es eine oberflächliche, ein oberflächliches Verständnis von den, der vergänglichen Natur, wie sie ist. Ah, erste Stufe ist oberflächlich. Knowing the rogue impermanent nature can destroy the rogue ignorance and attachment of ourself. So in this way, the more we practice, the more we know deeper impermanent nature, deeper and subtle impermanent nature, and then that knowing can destroy the most subtle ignorance and attachment. Okay.